Liebe Kameradinnen und Kameraden der VVN, heute vor 76 Jahren hat die Rote Armee das deutsche Konzentrationslager, die größte Vernichtungsfabrik, die es je gab, in Auschwitz befreit. Aus diesem Anlass haben wir, die VVN Koblenz, zu einer Gedenkveranstaltung hier am Mahnmal der Opfer des Faschismus eingeladen. Damit unter diesen Corona-Bedingungen eine Veranstaltung stattfinden kann, muss ich euch so ein paar obligatorische Dinge vorlesen, die als Auflagen zu beachten sind. Im Allgemeinen sind gesichtsbedeckende Masken bei Kundgeben und Demonstrationen verboten. Heute sind sie Pflicht. Unabhängig davon, dass jeder eine Maske trägt, muss jeder zu seinem nächsten Nachbarn 2 Meter Abstand halten und zu mir bzw. zu den anderen, die noch sprechen werden und dafür die Maske abziehen dürfen, bitte 3 Meter. So, Ordner haben wir 2 zur Verfügung gestellt. Unsere Zeit ist bis 18.30 Uhr genehmigt. Ich denke, damit habe ich die ordentlichen organisatorischen Dinge erledigt. Und darf jetzt den Christian. Christian Zilgen, wo ist er? Ja, schön, dass ihr alle da seid. Ich hoffe, ihr hört mich. Ich freue mich auf jeden Fall, dass an dem Tag hier unter den Bedingungen so viele Menschen zusammengekommen sind, unserer Einladung gefolgt sind. Ich begrüße euch heute als Vorstandsmitglied der Linken, die zusammen mit der VVN, DBA hierzu eingeladen haben, zu mahnen, zu erinnern und gemeinsam zu gedenken an die Menschen, die hier vor Jahren Schicksale erleidet haben, die sich heute kein Mensch in so einer Form wieder vorstellen kann. Ich möchte als nächstes Ursula aufrufen, einige Worte zu euch zu richten und hoffe, dass ihr ihr genauso wie mir gut zuhören könnt. Ursula, bitte. Wir erinnern, vor 76 Jahren wurde Auschwitz von den Soldaten der Sowjetunion befreit. Im Gedenken daran berichten die Medien und Politiker reisen nach Israel und sie besuchen KZ-Gedenkstätten. Wir von der VVN-BDA, Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes und der Antifaschisten, haben uns selbstverständlich auf unserer letzten Besprechung intensiv damit beschäftigt und diese Gedenkfeier vorbereitet. Außerdem stehe ich hier auch als Mitglied der Partei Die Linke, die sich ebenfalls dafür einsetzt, die millionenfachen Morde und Gräueltaten der Nazis niemals in Vergessenheit geraten zu lassen. Ich frage mich, machen wir uns eigentlich bewusst, wenn wir hier am Mahnmal stehen, dass all diese hohen Opferzahlen, die 6 Millionen Juden, die 250.000 Sinti und Roma, all die Polen, die Russen, Ukrainer, Sozialisten und Kommunisten, Homosexuelle, Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen, Zeugen Jehovas und die Widerständler, dass es bei jedem und jeder, die ermordet wurden, immer um ein Einzelschicksal ging. Jedes einzelne Opfer war ein Mensch. Die Tötungsmethoden waren grausam und vielfältig, ob es das Gas war oder der Genickschuss. Die Folter, die medizinischen Experimente oder der Tod durch Erhängen. Es lief immer auf die Vernichtung des Individuums hinaus. Immer war es Mord. Bei jedem einzelnen Menschen und das millionenfach.
Ich habe mehrere KZ-Gedenkstätten besucht. Da waren zuerst die Zahlen, die Statistiken. Ich sah Bilder und ich las Namen von Männern, von Frauen, von Kindern. Und meist endete die Biografie mit dem Wort ermordet. Dann habe ich mir die Bilder genauer angeschaut. Da war eine Zahl in Farbe unauslöschlich in die menschliche Haut geritzt. Ich sah das Gesicht eines Menschen und las ganz bewusst seinen Namen. Ich habe den Menschen hinter der Nummer gesehen und kennengelernt, ihn als Individuum wahrgenommen und versucht, mir seinen Namen und seine Lebensgeschichte kennenzulernen. Im KZ existierte er nur als Nummer und das oft noch nicht einmal, denn sehr viele, Abertausende, wurden gleich bei ihrer Ankunft von den Gleisen ins Gas geschickt. Wenn ich heute hier stehe, sind die Zahlen für mich nicht mehr abstrakt. Ich sehe die Bilder und ich sehe die Gesichter von Menschen vor mir, deren ich gedenke und an die ich erinnere. Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Sergej, ich spreche für das Aktionsbündnis gegen Rassismus hier aus Koblenz. Vielen Dank für deine bewegenden Worte schon, Ursula, und auch die Einleitung des VVN BDA. Liebe GenossInnen, heute vor 76 Jahren wurde das KZ Auschwitz durch die Rote Armee befreit. Heute vor 76 Jahren fanden die nationalsozialistische Ideologie und einer der größten Vernichtungsfeldzüge gegen verschiedenste Minderheiten und gegen einen Großteil der Weltbevölkerung ein Ende. Wir dürfen niemals vergessen, welches Unheil die Soldaten der Wehrmacht, der SS und sonstige NS-Schergen in den Jahren zuvor angerichtet hatten. Etwa 6 Millionen Jüdinnen, 3,3 Millionen sowjetische Kriegsgefangene, etwa 2,5 Millionen christliche Polen, mindestens 100.000 Zwangsarbeiter aus der Sowjetunion, 500.000 in deutschen Arbeits- und Konzentrationslagern getötete Jugoslawinnen, etwa 219.600 Sinti und Roma verschiedener Nationalität, etwa 100.000 Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung, etwa 130.000 nichtjüdische Personen deutscher Staatsangehörigkeit, die aus politischen oder religiösen Motiven aktiven oder passiven Widerstand gegen das Naziregime leisteten. Sie alle wurden zu Opfern gemacht. Neonazis versuchen seit der Befreiung Deutschlands von den Nationalsozialisten, diese Zahlen zu schmälern, die Opfer und Täter von damals umzukehren. So auch mitten unter uns, wie beispielsweise jedes Jahr in Remagen. Noch heute finden wir überall in Deutschland Denkmäler an die ach so tapferen deutschen Soldaten, die unzählige Kriegsverbrechen begingen. Noch heute hängen in unseren Kellern die Bilder von Opa, wie er damals als Soldat aussah. Noch heute wird verdrängt, dass ein Großteil der deutschen Bevölkerung sich entweder aktiv oder passiv in diese Taten hat mit hineinziehen lassen. Noch heute ehren wir auch hier in Koblenz NS-Täter und Kolonialisten durch Straßennamen und Denkmäler. Nun erleben wir seit Jahren, dass dieses Gedankengut wieder Einzug und Normalisierung im Deutschen Bundestag findet. Die AfD platziert rassistisches und fremdenfeindliches Gedankengut in der Mitte der Gesellschaft und rückt die gesamte politische Landschaft auf der Jagd nach Wählerstimmen nach rechts. Die identitäre Bewegung macht Neonazis wieder hip und bringt Jugendliche in die Versuchung, fremdenfeindliche Positionen als legitim anzuerkennen.
Ein Joachim Paul lädt als führender Protofaschist der AfD Koblenz einen Geschichtsrevisionisten wie Dr. Stefan Schall nach Koblenz ein, hier mitten unter uns in einem Museum, der dort von einer deutsch-polnischen Wechselschuld am Ausbruch des Zweiten Weltkriegs fabuliert. Zahlreiche geleakte Chatprotokolle offenbaren, welch menschenverachtendes Gedankengut in der AfD vorherrscht. Sie führt damit fort, was die Nazis vor 76 Jahren in diesem Land und in ganz Europa taten. Sie platziert eine neue Form nationalsozialistischer Ideologie in einer massentauglichen Form. Wie damals tritt man nicht mehr nur martialisch, sondern auch in Anzug und Krawatte auf. Die Worte so zurechtgefeilt, dass sie keine Gesetze verletzen, wenn sie auch weiterhin dieselbe menschenverachtende Ideologie verbreiten. Corona-LeugnerInnen prägen einen neuen Sozialdarwinismus, Arm in Arm mit der Wirtschaftselite dieses Landes. Sterben dürfen ruhig die, die sowieso irgendwie alt und irgendwie schwach sind. Die, die irgendwie unbrauchbar sind. Wie nah wir damit an einer Ideologie der Nationalsozialisten sind, sollte uns zu denken geben. Gemeinsam mit extremen Rechten tragen bürgerliche EsoterikerInnen diese Forderungen in Massenbewegungen auf die Straße und verbinden sie im Netz mit mörderischen Verschwörungsideologien, die im Kern oftmals antisemitisch sind. Wir erinnern uns an die Judensterne, die auch hier in Koblenz gezeigt wurden, mit geimpft darauf. People of Color, homosexuelle und transsexuelle Menschen, Menschen mit körperlichen und geistigen Einschränkungen, wirtschaftlich schwache Menschen, Menschen mit anderem Glauben werden von Washington über Berlin und Moria bis nach Peking wieder angegriffen. Sie werden zu Freiwill, zu Ware, zu Gegenständen degradiert, über die man willkürlich entscheiden kann. Die Morde an Afroamerikanerinnen in den USA, die Deportation von Uiguren in China, die Angriffe auf Jüdinnen und Muslime und schwarze Menschen in Deutschland, der Krieg des türkischen Faschismus gegen Kurdinnen und Armenierinnen, die Ausgrenzung von Geflüchteten mitten unter uns und an Europas Ausgrenzen zeigen uns das jeden einzelnen Tag. Und was macht der Staat? Polizisten verschicken in mittlerweile tausendfachen Einzelfällen bundesweit rechtsextreme Nachrichten. Zuletzt auch Bilder aus der Zeit des Holocaust mit einer Fotomontage Angela Merkels, wie sie von einem SS-Soldaten hingerichtet wird. Montiert auf den Körper eines Opfers des Holocaust. So etwas finden die richtig. So etwas finden sie mitunter sogar witzig. Der NSU 2.0, neonazistische Drohungen aus Polizeirevieren in Richtung von OpferanwältInnen, linken PolitikerInnen. Der NSU, der Mord an Uri Jalloh, die Verwicklungen von Polizei und Verfassungsschutz bleiben weiter unaufgeklärt. Unterdessen möchte Boris Pistorius in Niedersachsen Antifa-Gruppen verbieten, während der Verfassungsschutz immer noch überlegt, ob man die AfD als bundesweiten Verdachtsfall einstuft. In Nordrhein-Westfalen stehen gerade jetzt Genossinnen auf der Straße, um gegen einen der heftigsten Angriffe des Staates auf das Versammlungsrecht, vor allem von AntifaschistInnen, zu kämpfen. Dort soll ein Militanzverbot beschlossen werden, das selbst bei Uniformierung, wie beispielsweise bei dem Klimabündnis Ende Gelände oder beim Schwarzen Block, Versammlungen kriminalisieren und auflösen darf. Die Androhung, Versammlungen zu stören, kann dann bereits zur Straftat werden. Nazi-Aufmarsch verhindern. Fragt euch selbst, ist das eine Straftat? Es soll Kontrollen bei der Aufstellung von Demos erlauben, die Identitäten aller Teilnehmenden bereits im Vorfeld feststellen können. Niemand soll mehr demonstrieren können, ohne dass der Staat, also der Akteur, gegen den oftmals zu demonstrieren ist, weiß, wer der Mensch ist, der auf der Straße steht und demonstriert. Auch eine einschüchternde Wirkung einer Demo, was auch immer das sein mag, die CDU empfindet bestimmt auch Seebrücke-Demos als Einschüchterung, soll zur Auflösung von Versammlungen führen können. AnmelderInnen sollen für von der Anmeldung abweichende Verläufe von Demos belangt werden können. Benennen wir das als das, was es ist, und zeigen uns solidarisch mit unseren Genossinnen in NRW. Ein massiver Angriff auf das von der Verfassung garantierte Versammlungsrecht, der insbesondere antifaschistischen Protest ins Visier nimmt. Mit der flächendeckenden Kfz-Kennzeichenüberwachung wird außerdem ein Überwachungsinstrument beschlossen, das sonst nur in China, einem der totalitärsten Überwachungsstaaten weltweit, Anwendung findet.
Man könnte fast meinen, dass die anklopfenden sozialen Kämpfe um Klimagerechtigkeit und soziale Gerechtigkeit und ein Ende des wachstumsorientierten Kapitalismus Privilegien bedroht. Und man sich bei den Privilegierten dieser Gesellschaft dessen so bewusst ist, dass man bereit ist, die Bedrohung für die eigenen Privilegien bereits jetzt auszuschalten. Selbst in der linken Szene ist ein Diskurs ausgebrochen, der es teilweise zulässt, dass gegen Geflüchtete und Muslime gehetzt wird, als wären sie eine homogene Masse von Patriarchen und Antisemiten. Umso mehr ist es wichtig, dass auch die eigene Szene in einem kritischen Licht gesehen und reflektiert wird. Immer wieder reflektiert wird, mit welchen Positionen man es zu tun hat und diese jederzeit und überall anzugreifen, wenn es notwendig ist. Widersprechen wir an jeder Stelle. Doch eine starke linke Szene ist so wichtig wie noch nie. Die Rechten vernetzen sich nicht nur hier besser denn je, sondern weltweit. Überall sind Reaktionäre auf dem Vormarsch und nutzen die neuen Medien, um eine Front gegen uns zu bilden. Trump hat nur ein Licht darauf scheinen lassen, was in den USA möglich ist. Seine Ideologie und seine AnhängerInnen sind noch da. Sie verschwinden nicht mit ihm. Ihre Vernetzung greift bis in unsere Mitte und darüber hinaus. Wir müssen dort, wo es möglich ist, Gräben überwinden und uns zusammenschließen. Wir müssen jetzt, so dringend wie lange nicht mehr, um die Herzen der Menschen kämpfen. Wir dürfen menschenverachtenden Positionen und ihren Vertretern keinen Raum geben. Wir müssen mit allen Mitteln gegen die vorgehen, die versuchen, die Errungenschaften der letzten Jahrzehnte zurückzudrehen. Wir müssen die sozialen und ökologischen Freiheitsbewegungen vom Dani über Moskau bis nach Rojava, die so viel Hoffnung spenden, miteinander vernetzen, um dem wieder aufkeimenden Faschismus die Stirn zu bieten. Denn die Geschichte hat uns gezeigt, dass der Kapitalismus nicht der Feind, sondern der Bruder des Faschismus ist. Und er wird wieder bereit sein, ihn aus der Mottenkiste der Geschichte hervorzuholen, wenn wir weiter auf eine sozial- und ökologisch gerechte Welt pochen. Dabei gibt es unterschiedliche Mittel für jede Situation. Wir sollten genau wissen und abwägen, was wir wollen. Ob wir Nazis bekämpfen und zurückbringen wollen, notfalls auch militant. Ob wir Menschen erreichen und für unsere Positionen begeistern wollen. Ob wir Begegnungen schaffen wollen und Ängste abbauen wollen. Es ist an uns, jetzt zu handeln. Wir alle sind müde, ich weiß. Der Staat, er wird oft nicht helfen. Wir sind auf uns gestellt. Aber wir sind viele und unsere Positionen sind die richtigen. Antifa kann vieles heißen. Antifa heißt Angriff, Antifa heißt Aufklärung, Antifa heißt in Solidarität mit denen zu stehen, die von dieser ganzen reaktionären Scheiße betroffen sind. Antifa heißt Antifaschismus, wo immer faschistische Ideologien das friedliche Zusammenleben aller Menschen bedrohen. Aber eines ist sicher, Antifa bleibt Handarbeit. Wir werden niemals vergessen, wir werden niemals vergeben, wir werden niemals aufhören zu erinnern und kämpfen. Wir schwören. Ich spreche für die linke Stadtratsfraktion als Direktkandidat der Linken für die Landtagswahl. Als vor 76 Jahren Auschwitz von der Roten Armee befreit wurde, war es einer der ersten Etappensiege im Kampf in der Befreiung Europas vom deutschen Faschismus. Aber stärker als vielleicht je zuvor seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges sehen wir uns der Gefahr von rechts entgegen. Mit Hanau, Halle, NSU und Lübcke gibt es ganz aktuell wieder Rechtsterrorismus in Deutschland. Trotzdem haben wir Politikerinnen und Politiker, Bürgerinnen und Bürger, die das Problem verharmlosen, vertuschen oder ignorieren. Wir müssen dem entgegenstehen, uns gegen Nazis wehren, gegen die AfD und auch gegen die schon erwähnten gelben Stern tragenden Irren, die sich so gerne Querdenker nennen. Aber leider reichten wir, die hier heute sind, nicht aus, um der Gefahr Herr zu werden. Jeder Demokrat, jede Demokratin muss raus auf die Straße und kämpfen. Doch nicht nur auf der Straße, sondern auch privat, bei Freunden, Familie, Kolleginnen und Kollegen. Wir dürfen rassistischen, antisemitischen, sexistischen oder anderen diskriminierenden Aussagen nicht einfach stehen lassen, sondern müssen immer und überall konsequent widersprechen.
Wir müssen dieses Gedankengut aus der Gesellschaft verbannen. Mehr möchte ich an der Stelle nicht sagen, außer noch, dass Antifaschismus gemeinnützig ist und die Pflicht jeder Demokratin und jedes Demokraten. Ja, die folgende Rede wurde von einem Genossen geschrieben. Am heutigen Tag jährt sich die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz in Polen durch die Rote Armee zum 76. Mal. 76 Jahre ist es her, dass Jüdinnen, Sinti und Roma, Homosexuelle, Zeugen Jehovas, psychisch oder physisch kranke und eingeschränkte Menschen, Kommunistinnen, Anarchistinnen und Gewerkschaftlerinnen durch die industrielle Vernichtungsmaschinerie der Nationalsozialisten ermordet wurden. Menschen, die sich zu Schulden kommen ließen, dass sie sie selbst waren, an ihren Gott glaubten, für eine gerechtere Welt kämpften oder den Nazis schlichtweg unbequem schienen. Allein im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau starben zwischen 1942 und 1944 annähernd 1,5 Millionen Menschen, die meisten von ihnen durch die Vergasung in einem der 7 Hauskomplexe zur systematischen Vernichtung. An der sogenannten Rampe entschieden SS-Offiziere und Ärzte über Leben und Tod. Frauen und Kinder wurden ohne Lageraufenthalt zur Ermordung geführt. Arbeitsfähige Männer oder Menschen, darunter vor allem Kinder, die medizinischen Versuchen dienlich schienen, konnten ca. 6 Monate weiterleben, bevor auch sie ermordet wurden. Durch die industrielle Vernichtung und die systematische Ermordung durch Unterernährung oder niedrigste hygienische Zustände in den Lagern fand auch in dieser Region, nicht weit entfernt von Koblenz, statt. Im KZ Bruttig-Treis nahe Kochen wurden Gefangene zur täglichen Zwangsarbeit bei gleichzeitiger Unterernährung benötigt. In der Tötungsanstalt Hardammer wurde die Aktion T4, die Auslöschung angeblich unwerten Lebens, aufgrund geistiger oder körperlicher Beeinträchtigungen vorangetrieben. Durch die Vergiftung, den Tod in der Gaskammer oder in dem Gaswagen wurden hier zwischen 1941 und 1945 etwa 14.500 Menschen ermordet. Die deutsche Volksgemeinschaft, die sich seit 1933 von allen nach den Nürnberger Rassengesetzen und Deutschen befreite, wollte nach 1945 nichts von all dem gewusst haben. Zu Tätern wurden nicht nur etwa die zahlreichen Aufseher in den Lagern, die Eichmanns, die an ihrem Stalltisch über Leben und Tod entschieden, oder gar die zahlreichen Parteifunktionäre und Generäle. Es sind gleichsam all jene, die einfach wegsahen, die dem Treiben im Stillen zustimmten, und auch jene, die ihre Ablehnung über das, was vor sich ging, nicht in Taten bekannten. Die Shoah, die Euthanasie und die Ermordung von Antifaschistinnen war kein Werk von tyrannischen Mächten, die das deutsche Volk zum Instrument ihres Hasses machten. Es waren die Deutschen selbst. Dieses Schuldbekenntnis ist mit der Existenz eines neuen Deutschlands nach 1945 völlig hinfällig. Es wird gar verhöhnt. Das Andenken an all jene, die dem Nationalsozialismus zum Opfer fielen, gibt uns Antifaschistinnen die Aufgabe, ihr Gedenken hochzuhalten. Damit geht auch die aktive Tat des Nie wieder einher. Die Entziehung der Allgemeinnützigkeit des Vereins der Verfolgten des Naziregimes, kurz VVN, steht dabei exemplarisch für die Priorität, die der Staat dem Antifaschismus in diesen Tagen anrechnet. Erinnern heißt in Zeiten von steigendem Erinnern heißt in Zeiten von steigender antisemitischer Gewalt, von gesellschaftlichen manifestierten Antiziganismus und Rassismus, den Schwur von Buchenwald wieder aufrechtzuhalten und seinen Kampf fortzuführen. Die Vernichtung des Narzissmus mit seinen Wurzeln ist unsere Lösung. Der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel. Nie wieder. Ja, liebe Kameradinnen und Kameraden, das ist übrigens die offizielle Anrede der Mitglieder der VVN. VVN, Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, ist ja schon gesagt worden. Ich möchte noch ein paar Worte für die VVN im nördlichen Rheinland-Pfalz zu diesem Gedenktag, der ja durch die Vorredner schon
sehr intensiv und, wie ich finde, sehr gut und detailliert gewürdigt worden ist, möchte ich noch ein paar Worte hinzufügen. Zuallererst freue ich mich, dass wir ungefähr, ich habe mal durchgezählt, so 40 bis 50 Anwesende sind. Und was mich am meisten freut, ist, dass ich hier so in die Reihen gucke, die allermeisten sozusagen deutlich jünger sind als Alfred und ich und einige wenige andere. Und das macht uns natürlich auch optimistisch. Optimistisch in der Hinsicht, dass wir sicher sind, dass dieses antifaschistische Bewusstsein und dass das Erbe derjenigen, von denen heute noch kaum jemand noch lebt, aber derjenigen Genossinnen und Genossen, Kameradinnen und Kameraden, Kolleginnen und Kollegen, die in den KZs eingesperrt worden sind, die die Gräueltaten jeden Tag erlebt haben, die jeden Tag vom Tode bedroht worden sind, die misshandelt worden sind, die geschändet worden sind, die totgeschlagen worden sind, dass dieses Erbe, das die uns 1945 hinterlassen haben, auch im 76. Jahrestag des Gedenkens und in den kommenden Jahrestagen des Gedenkens auch noch weitergetragen wird, weil das ist nicht nur für diejenigen, die heute aufgrund ihres Lebensalters nicht mehr unter uns sein können, aber auch für die jetzt ältere Generation ist das sozusagen existenziell wichtig. Als ich noch keine 20 Jahre alt war, da habe ich mich immer gefragt, wieso so bestimmte Themen in unserer Geschichte eigentlich ausgespart werden. Damals war am auffälligsten gewesen, dass Lebensläufe von politisch handelnden oder in der Industrie handelnden Menschen ein Loch hatten sozusagen. Die hatten also in den 20er Jahren und Anfang der 30er Jahren hatten sie Lebensdaten veröffentlicht und dann wieder so ungefähr ab 1950 wurden wieder Lebensdaten veröffentlicht. Und die Zeit zwischen 33 und 45 war ausgespart. Das fand man massenhaft damals in Lebensläufen von dieser Generation. Und das hat letztlich auch mit dazu geführt, dass 1968 die damals jungen Leute rebellisch waren und eingefordert haben von der Generation vor ihnen, Auskunft zu geben, was sie denn zwischen 33 und 45 getan haben. Weil bis dahin sozusagen eine Mauer des Schweigens aufgebaut worden ist und bestimmte Legenden geschaffen worden sind, die sozusagen auch, wo ganz konkret auch Geschichte gefälscht worden ist. Ich habe mich gefragt, wieso wird die Geschichte gefälscht? Warum werden Dinge verschwiegen? Warum werden da nicht Lehren aus dem unserem antifaschistischen Erbe? Warum wird da nicht offensiver mit umgegangen? Warum wird das nicht betont? Und hatte damals die Illusion, man müsse die Menschen nur sozusagen überzeugen, aufklären, ihnen sagen, was da passiert sind und dann würden sie sich sozusagen auch zu besseren Menschen und toleranteren Menschen gegenüber Religionen, gegenüber Menschen mit körperlicher Behinderung und. Sie würden sich einfach zu besseren Menschen entwickeln, diese Illusion gab's. Heute und nochmal sozusagen zwei Generationen nachgewachsen sind, merke ich mehr und mehr, wie Geschichte immer noch systematisch verfälscht wird. Und ich habe mir gestern, weil ich ein bisschen Zeit hatte, so eine Fernsehsendung im zweiten Programm angeguckt. Ich habe mir hier mal was aufgeschrieben dazu. Die hieß wie Hitler an die Macht kam, ich muss mir nochmal die Lesebrille dazu aufsetzen, wie Hitler an die Macht kam. Das waren zwei Teile.
die dort gesendet worden sind. Ein Teil, der ging in der Zeit von vor 33 und dann ein Teil nach 33. Und es wurde selektiv sozusagen, wurden nur die Nazis gezeigt und ein bisschen Verschwörungstheorie, ein bisschen Geheimbündlerisches, ein bisschen Querfront, alles Mögliche wurde da reingepackt. Und wie kam Hitler an die Macht, hieß die Serie übrigens. Und was also vielleicht in einer Sequenz, die 3-4 Sekunden dauerte, ein einziges Mal gesagt wurde, war der Begriff, ja, da waren auch Leute von der Industrie dabei. Das hat ein Vorredner hier schon gesagt, der Faschismus sozusagen aus dem Kapitalismus erwachsen ist, dass es zwei Seiten einer Medaille sind, dass sich die damals Herrschenden der faschistischen Ideologie bedient haben und der faschistischen Herrschaftsform. Das sind klare Worte, die in so einer Sendung überhaupt nicht erwähnt worden sind. So eine Fernsehsendung gucken vielleicht einige hunderttausend, vielleicht sind sogar auch, ist es sogar auch eine Million. Und es wird klar, genau so wird die Geschichte verfolgt. Und wir, die wir schon sozusagen seit den 70er Jahren politisch aktiv sind, merken auch, wie die eigene Geschichte, die wir selbst mit eigenen Augen gesehen haben, verfälscht wird, indem ganz bestimmte Sachen einfach verschwiegen werden, weggelassen werden. Ich nehme hier nur mal stellvertretend, dass es hier Berufsverbote gegeben hat in dem Land, wird überhaupt nicht erwähnt. Diese Sendung hat mich gestern Abend dazu bewogen, mal ein wenig Literatur herauszusuchen über diese Zeit. Und da hat 1978 ein Kamerad und Genosse auch, der hieß Emil Kahlebach, der hat ein schönes Buch geschrieben, das hieß damals, Hitler war kein Betriebsunfall. Hitler war kein Betriebsunfall. In dieser Zeit, in den 70er Jahren, ist uns sehr oft erzählt worden, ja, in irgendeiner Form ist der Hitler ja demokratisch legitimiert an die Macht gekommen und damit muss man einfach umgehen können. Ja? Und nach 1945 haben die allermeisten Deutschen, die das erlebt haben, haben sich von der Schuld freigesprochen, obwohl die wussten, dass sie sehr viel Schuld auf sich geladen haben und haben immer gesagt, nein, das war ein einziger. Nach dem Führerprinzip war es eben ein einziger, nämlich der Führer Adolf Hitler. Und der ist für alles verantwortlich, der ist schuld und wir waren es nicht gewesen. Und das ging bis hin zu den Wehrwirtschaftsführern, die in den KZs sozusagen über Sklavenarbeit die Menschen ausgebeutet haben. Und es gab eine Rechnung, dass sozusagen ein Sklavenarbeiter 9 Monate durchhält, also genauso lange wie sozusagen ein Kind braucht, bis es auf die Welt kommt. Und in dieser Zeit sollte es vernichtet. Es sollte dieses Leben von dem Zwangsarbeiter vernichtet werden. Emil Kahlebach war selbst im KZ gewesen, war übrigens nach dem Krieg der erste Herausgeber der Frankfurter Rundschau, die ist ja heute noch bekannt, war aber nur ganz kurz Herausgeber, weil die in der amerikanischen Zone, die dort das Sagen hatten, gesagt haben, nein, der ist Kommunist, der ist als Kommunist ins KZ gekommen, der ist Kommunist, der darf hier so eine Zeitung nicht leiten. Das nur mal ganz am Rande. Ich kürze das jetzt alles mal noch ein bisschen ab, sonst wird das zu lange. Ich möchte nämlich in die Zeit kurz zurückgehen. Quasi in 3 Tagen haben wir den 30. Januar. Und am 30. Januar 1933 hat Hindenburg Hitler zum Reichskanzler gemacht. Aber was ist vor dem 30. Januar 1933 alles schon gelaufen?
Diese Fernsehsendung, die ich eben erwähnt habe, die endete mit einem Abspann, der dort stand, bis 1932 war Deutschland ein Rechtsstaat. Und dann kamen die Nazis. Und genau darin liegt die Geschichtsverfälschung. Denn von Rechtsstaat bis 1932 kann keine Rede sein. Es hat sich also die Kanzler vor Hitler, ob sie jetzt Brüning hießen, ob sie Schleicher hießen oder zwischendurch Papen hießen, die haben sich mit Notverordnungen, die der Reichspräsident Hindenburg alle abgesegnet hat, haben sozusagen schon diktatorisch regiert. Brüning ist, hat 1930 seine Regierungserklärung gemacht und hat klipp und klar gesagt, es werden die Renten gekürzt, es werden die Renten für die Kriegsopfer gekürzt, es werden die Arbeitslosengelder gekürzt und erhöht werden die Steuern und vor allen Dingen hier die Verbrauchssteuern, die jeder bezahlen muss und bestimmte Kopfsteuern. Damit hat er einen Zustand der sozialen Ungleichheit schon mit befördert und beschaffen, dass die Leute auch wütend gemacht haben. Und es konnte sich eine andere Gruppe, die sich SA genannt hat, die Schlägertruppe der NSDAP war das, die konnten sich hinstellen und konnten sozusagen dann als ein gewisser Ordnungsfaktor konnten sie auftreten. Hitler war derjenige gewesen, der dem die Industrie ein eigenes Flugzeug für seine Wahlkampfveranstaltungen zur Verfügung gestellt hat und mehrere Fahrzeuge wurden ihm zur Verfügung gestellt von Mercedes-Benz, das nur mal am Rande. So, in dieser Zeit vor 1933, nämlich ganz genau am 11. Oktober 1931 wurde eine Organisation gegründet, die hat sich damals Harzburger Front genannt. Harzburger Front. In Bad Harzburg wurde die gegründet. Was waren das für Leute? Das waren alles Rechte und Stockkonservative. Es war natürlich Hitler und seine Funktionäre von der NSDAP dabei. Es war aber auch die Deutsch-Nationale Volkspartei von Hugenberg vertreten. Hugenberg war damals sozusagen der Presse Zar oder der Pressemogul oder wie man das auch ausdrücken will, also was später dann in den 60er, 70er Jahre der Springer war oder heute ist auch der Springer-Konzern noch mächtig oder in anderen Ländern gibt es auch, also Murdoch beispielsweise und so weiter. Ihr kennt das, diese, die Massenmedien, die Medien beeinflussen und auch kontrollieren, was dort geschrieben wird. Das, der Mann hieß damals Hugenberg und war ein strammer Rechter, ein Deutschnationaler. Es war der Stahlhelm dabei. Was war der Stahlhelm? Der Stahlhelm war ein Bund der Frontsoldaten, natürlich stramm rechts. Das waren die Soldaten, die, wer sich mit dieser Zeit 1918 beispielsweise beschäftigt und der Novemberrevolution, die niedergeschlagen worden sind von solchen Leuten, die dann später im Stahlhelm organisiert waren und damals schon 1918 wohlgemerkt, schon das Hakenkreuz auf dem Stahlhelm in weißer Farbe hatten. Es war ein Bund da, der hieß der Reichslandbund, das war eine Organisation der Großgrundbesitzer im Osten, große Güter, wo sich die Schlägertruppen der Nazis sozusagen auch sammeln konnten, aber auch die Konservativen sammeln konnten, diejenigen, die das Kapital vertreten haben und dort also ausbrüten konnten, wie man die Weimarer Republik auch beseitigen kann. Es waren Einzelkonzerne da, Einzelpersonen da, beispielsweise ein Generaloberst Seegt, ein Admiral von Trotta und, was man in den Geschichtsbüchern auch finden kann, ein Prinz Friedrich von Hohenzollern. Das ist heute wieder aktuell geworden, weil die Hohenzollern fordern ja ihre Güter zurück oder fordern noch zusätzliche Entschädigungen, mal ganz davon abgesehen, dass sie alle 1918
schon entschädigt worden sind. Aber das ist jetzt ein anderes Thema, was zu weit führen würde. So, und dieser Hohenzollern-Prinz hat ganz, ganz eng mit den Nazis zusammengearbeitet. Und heute leugnet die Familie das und sagt, sie wären da nur Mitläufer gewesen, ja, um sozusagen an die Millionen noch ranzukommen. Da gibt es ja auch noch mal demnächst einen Prozess zu. Es war ein Hilmar Schacht, der war langjähriger Reichsbankpräsident. Der war bei der Harzburger Front dabei. Und dieser Schacht war übrigens nach dem Zweiten Weltkrieg eine Zeit lang auch Bundesbankpräsident. Das ging kontinuierlich weiter bis hin zur Adenauer-Regierung. Schacht ist auch in Nürnberg bei den Hauptkriegsverbrecherprozessen dabei gewesen und dort angeklagt gewesen. Es waren der Konzernchef Blom dabei, es war jemand von der Schwerindustrie im Ruhrgebiet, es war ein Stahlbaron da und so. Das waren sozusagen die Leute, die die Harzburger Front gegründet haben, und deren Aufgabe war es, sozusagen den Schlag zu machen oder die Widersprüche so weit zuzuspitzen, damit in einem wirtschaftlichen Chaos Hitler sozusagen auch dann von Hindenburg zum Reichskanzler berufen werden kann. 1932, es war der 27. Januar, also heute vor, muss man schnell rechnen, das sind 68, 88, heute vor 89 Jahren, heute vor 89 Jahren, am 27. Januar 1932, hat Hitler in Düsseldorf vor dem Industrieclub gesprochen, und zwar vor 700 Wirtschaftsvertretern und Wirtschaftsfunktionären. Da war alles da, was im Deutschen Reich, in Deutschland damals Rang und Namen gehabt hat. Und dieser Hitler hat den Konzernen märchenhafte Profite versprochen. Durch Aufrüstung, durch Krieg im Osten, durch Unterwerfung von den Völkern im Osten wie im Westen, und hat sein Programm dargestellt, dass er schon 1930 in einer Absprache mit dem damaligen Reichskanzler Brüning ausbaldobert hat, nämlich dass das Deutsche Reich ein Land sein wird, das erstmals in der Welt so hochgerüstet wird, dass es keinen Druck mehr von außen befürchten muss, damit sie sozusagen machen können, was sie wollen, nach außen und nach innen, den inneren Feind sozusagen auch besiegen. Und den Feind haben sie in der Arbeiterklasse gesehen. Wir sind heute diejenigen, die wissen, wie die Geschichte weitergegangen ist. Die Menschen damals hatten Illusionen, die wussten das nicht. Der Hitler vor dem Industrieclub 1932 hat den anwesenden Industriebaronen versprochen, den Marxismus mit Stumpf und Stiel ein für alle Mal auszurotten. Das war sein Programm. Und sein Programm war auch, neben den Juden, die ja hier schon angesprochen worden sind, den Menschen jüdischen Glaubens, vor allen Dingen auch die Slawen, die sie als Untermenschen angesehen haben, die sozusagen ausgerottet. Und da sind viele, viele Millionen im Krieg vernichtet worden, vor allen Dingen in den Lagern im Osten, in den Vernichtungslagen. So, ich will schließen mit einer Definition, was Faschismus an der Macht eigentlich ist. Und diese Definition hat Georgi Dimitrov gesagt. Georgi Dimitrov, für diejenigen, die mit dem Namen nichts anfangen können, war ein Bulgare, der war auch später danach 45 bulgarischer Staatspräsident. Der Georgi Dimitrov ist
in Deutschland verhaftet worden, und zwar 1933 im Zusammenhang bei Razzien mit dem im Zusammenhang mit dem Reichstagsbrand. Und der Georgi Dimitrov war quasi entsandt von der damaligen Kommunistischen Internationale in Deutschland. Deswegen hat er sich hier aufgehalten. Der hat, als er verhaftet worden ist, noch überhaupt kein Deutsch gesprochen. Als die Nazis, die ihn vorführen wollten in Leipzig, ihm den Prozess gemacht haben, hat er, nachdem er in der Haft Möglichkeit hatte, Bücher von Goethe beispielsweise zu lesen und Deutsch zu lernen, hat er sich selbst verteidigt, indem er die Frage gestellt hat, wem nutzte eigentlich der Reichstagsbrand, nachdem sich Hitler sozusagen das Ermächtigungsgesetz dann durchgekriegt hat und sich Freiheiten genehmigt hat, nachdem er nach dem Führerprinzip sozusagen die politische Opposition ausschalten konnte, was notwendig war, damit später sein Vernichtungszug dann auch möglich war. Und Georgi Dimitrov sagte damals, der Faschismus an der Macht, das ist die Macht des Finanzkapitals selbst, das ist die Organisierung der terroristischen, blutigen Niederhaltung der Arbeiterklasse und des revolutionären Teils der Bauernschaft und der Intellektuellen. Der Faschismus in der Außenpolitik, das ist der Chauvinismus in seiner brutalsten Form, der einen tierischen Hass gegen andere Völker züchtet. Diese Worte sind heute immer noch aktuell. Und wir von der VVN sehen es als unsere Aufgabe an, an mehreren Tagen im Jahr an die Verbrechen des Faschismus zu erinnern. Wir benutzen übrigens auch sehr selten das Wort Nationalsozialismus, was dann Anfang der 90er Jahre uns von Helmut Kohl verordnet worden ist und leider auch in der Linken im Sprachgebrauch drin ist. Denn die Faschisten, die Nazis, waren weder Sozialisten, noch waren sie national. Und ich hoffe, dass wir uns in diesem Kreis am 8. Mai, wenn wir hier gedenken des Jahrestags der Befreiung vom Faschismus, dass wir uns dann wiedersehen und dort an diesen Tag und an dieses Ereignis gedenken, vielleicht mit neuen und anderen Rednern auch. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen schönen Abend. So, dann darf ich noch mal formell werden. Also einem Vorredner möchte ich mich anschließen. Ich bin begeistert. Entschuldigung, ich kann nicht lauter. Ich bin begeistert, wie viele Menschen trotz Pandemiegeschehen und Quarantänesituationen heute hier hingefunden haben. Und da bin ich wirklich froh. Und ich danke allen, die den Weg hier hingefunden haben. Vor allen Dingen allen denen, die ein gewisses antifaschistisches Denken, aber auch Fühlen in sich haben und dadurch weitergeben. Vielen Dank. Und wer will, kann jetzt gerne noch Blumen neben unserem Brand hier am Gedenkstein niederlegen. Die offizielle Veranstaltung ist hiermit geschlossen. Dankeschön. Thank you.